Ja, hallo YouTuber. So, heute Sonntag. He. Vor 2, 3 Stunden habe ich das Video hochgeladen. Und jetzt geht es gleich weiter. Nahtlos, schnurlos. Ja, ich bin da noch am Grasen. He. Es geht um das Letzte auf dieser Parzelle. Dann habe ich noch einmal so 130 Ahren Neulis. Aber ja, das gibt auch nicht mehr so viel. He. Aber so 2, 3, 4 Tage. Ja. Genau. Und nebst dem Gras habe ich noch eine andere Ausbeute. Tada! Direkt an der Hauptstraße. Quellfrösch, immerhin ein gutes Bier. Die Verpackung ist auch noch dabei. Ein McDonald's-Sack. Und eine Limonade. Ja, und das ist nicht ein Hingespinst von uns Bauern, ne? Solche Büchsen nicht ins Feld. Jetzt habe ich gegrast mit diesem uralten Motormäher. Da ist das Risiko nicht so hoch, sage ich mal, dass sie die Kuh frisst. Außer wenn sie jetzt noch durch den Ladewagen geht, dort sind Messer drin, dann wird es verschnitten, dann wird das klingen scharf. Erstens kann sich die Kuh verletzen. Zweitens, wenn nicht noch durch einen Häcksler oder irgend sowas geht oder in den Futtermischwagen, dann gibt das kleine Aluteile und das schlitzt die Speiseröhre auf und den Magen, den Pansen, ja, das wünscht man doch niemanden. Stelle ich mir noch schmerzhaft vor, so eine scharfe Klinge im Magen zu haben, die dann alles zerstört und dann verreckt. Ja, verreckt ist das richtige Wort. Nicht stirbt, sie verreckt. Darum bitte nicht. Wieder einmal mehr, zum 101. Mal. Ja. Und auch hier bitte Verpackung. Das sind nicht Blumen, sondern das sind Füllmaterial. Ne? Überall hier verstreut. Ladung sichern, wäre auch schön. Dieses Bild ist immer ganz schön. He. Frisch nach dem Kalben und sie fressen. Das ist ganz wichtig, dass der Pansen am Laufen bleibt. Ja, das Zeichen, dass die Kuh gesund ist. Immer schön. He. Ja, jetzt habe ich da. Ja, wie lange mache ich das? Schon über eine Woche wahrscheinlich mache ich da Futtermischung. Und am Abend gibt es noch ein Füderli Gras. Und am Morgen Futtermischung. Ja. Bis vor. Was haben wir jetzt? Dienstag bis Sonntag. Sonntag schon nicht mehr, Samstag oder Sonntag, bis dahin habe ich geweidet und jetzt sind sie drinnen. He. Habe ich eingestellt, Weiden aufgehört. So, Figu ist wieder einmal unterwegs. Mit Traktoren, Tipper angehängt. Grund für diesen Ausflug ist, erstens brauche ich Futter, aber nicht so dringend. Zweitens brauche ich Melasse, die ist schon recht dringend. Und jetzt ist das so, ich habe ja, für morgen Futter bestellt für die Schweine. Und hinten im Kipper habe ich jetzt ein leerer Tank für die Melasse rein. Und das sollte jetzt
Ja, der Tank ist am falschen Ort. Ich habe ihn vergessen mitzugeben bei der letzten Futterlieferung. Sonst mache ich es so. Ich gebe den mit und dann beim nächsten Mal können Sie mir ihn bringen. Und das habe ich versäumt. Und ja, ein anderer Grund ist noch, für das Lockfutter habe ich ja separat ein Silo gemacht. Und das will ich nicht, im Moment kann ich noch nicht reinblasen, das Futter. Und muss es so oder so mit dem Heukran in Silomatt befördern. Dann gehe ich es gleich lose holen. Das geht mir am einfachsten. Nicht in Big Bags. Sonst muss ich diese noch klären und dann wieder. Ja, kompliziert. Darum sind das zwei Fliegen auf einen Streich. Und wenn ich das Futter hole, ist es noch ein bisschen günstiger. Das zahlt mir mehr oder weniger den Transport. So, noch zum Festhalten. Hier das letzte Gras, 18. November 2021. Ja, gut, kann man aufhören. Ja, es hatte nicht mehr viel und ja, es ist doch jetzt, heute ist ein bisschen Sonne, ihr merkt es jetzt vielleicht. Aber sonst war es immer neblig und ja, dann gibt es trotzdem ein Geschmier. Ja, gut. So, Figu ist wieder einmal am, nicht am Güllen, am Kalkstreuen. Ja, nach die Weiden, dann habe ich praktisch das ganze Heimat eingekalkt. Ja, und ihr seht, wir sind gerade außerhalb dem Nebel, aber wahrscheinlich nicht mehr so lange. Da vom Wald her kommt er schon. Ja, es ist jetzt da, eigentlich schon seit am Morgen hat es immer wieder ein bisschen Nebel und dann geht er wieder und über den Mittag war es recht gut und jetzt kommt er wieder und wird wahrscheinlich nicht mehr so schnell wieder gehen. Morgen hoffe ich zwar auch wieder, aber ihr seht hier von Grossdietwil hinauf kommt er auch. Ja. So, jetzt wird noch gegüllt. Die Weiden wieder verschlauchen. Ja, beim Agribull ist der Autopilot drin. Atomschläuche abwickeln. Ja, heute neblig. Nicht schön. Ja, ist ein bisschen schwer vom Begriff, dieser Autopilot. Ich mache nicht immer genau das, was ich will. Vielleicht kommt am Nachmittag noch ein bisschen Sonne, aber ja, wahrscheinlich knapp. Ja. Nach Samstag habe ich eingerichtet. Heute ist Montag und wollte eigentlich am Samstag auch schon beginnen mit Güllen. Aber hatte meine Mühe. Ja, es ist jetzt das dritte Mal, wo ich diese Pumpe benutze hier. Herbst letztes Jahr, Frühling dieses Jahr und jetzt ist wieder Herbst. Und hat ja, Startschwierigkeiten. Und heute, ja, am Samstag habe ich es gar nicht hinbekommen.
dachte, die Schläuche sind verstopft und alles mögliche. Aber jetzt ist bei der Pumpe, das ist, glaube ich, so eine Kampfschnurdichtung oder irgend sowas. Aber da hat schon vorgängig angezogen, aber zu wenig. Ja. Und dort ist ein bisschen Luft wahrscheinlich rausgepumpt. Ja, darum hat sie einfach nicht angezogen. Und sie ist fast verzweifelt. Aber ja, hinten rein muss ich sagen, ist es gar nicht so schlecht gewesen. Wieder etwas gelernt. Ja. Ja, ich konnte mir fast nicht vorstellen, dass es nur dort fehlen könnte. Aber anstatt vielleicht noch einmal zu probieren, hatte ich alles andere im Kopf. Ja, wie es halt so geht. Aber glücklicherweise habe ich es rausgefunden und es funktioniert. Die Gülle fließt. Ja, das ist ca. 50-50 Schweinegülle, Rindergülle. So ungefähr. Ja, hallo. Ich ist am Güllen mit dem Vent. Ja, für alle, die mir sagen, ich sei ruhig und ausgeglichen. Das habe ich jetzt nicht gefilmt, aber ich war es kurzzeitig gar nicht. Weil ich Löli habe gestern am Agrifull den Mädeler hier, der ist da einfach mit Strom eingesteckt und ich habe Traktor abgestellt und nach vorne alles parat gemacht für heute zum Güllen, damit ich am Morgen nur starten kann. Wollte starten, gut, alles nach hinten gesprungen. Dann lief der Traktor nicht mehr, weil ja ich den Mädeler nicht abgestellt habe. All das nervt mich dann. Ich wollte ihn anschleifen mit dem anderen Agrifuhr. Ja, auf diesem Nassen geht auch nicht. Einfach Riesenscheiße. Ärger. Unnötiger Ärger, weil Figu nicht studiert hat. Oh, das nervt mich immer am meisten. Ich einfach ja, nicht fertig gedacht habe. Ja, jetzt nach langem Brühüben und Ärgern habe ich dann den Vent geholt, den Agrifull rausgeschleift und dann geht es weiter. Jetzt muss ich da. So, Batterie geladen die ganze Nacht. Jetzt läuft er wieder. Zack, bumm. Ja, auch noch ein bisschen waschen. Ne? Schön im Stroh. Der Heizungsmonteur ist da. Ihr seht den Rauch. Nein, er beißt sich die Zähne aus an unserer Heizung. Eigentlich hat er sich angemeldet für einen Service. Für einen Service zu machen. Aber ja, wir haben da ein bisschen feuchter Schnitzel eingefüllt und es war schon jetzt, bevor er kam, war es nicht in Ordnung. Aber ja, es sind wahrscheinlich einfach die Schnitzel. Aber er probiert jetzt das irgendwie hinzubekommen, aber ich denke, ja, zum Glück nicht viel eingefüllt, darum würde ich das so sein lassen und dann wenn wieder gute Schnitzel drin sind. Wenn es dann immer noch nicht geht, dann muss er vielleicht dann noch einmal kommen, aber ich denke, das ist nicht das Problem. Ja. Aber ja, der gewisse Berufsstolz, wenn da vorhanden ist, man geht nicht von der Heizung weg, bevor alles IO ist.
ist ja auch nicht schlecht, oder? Ja. Ja, sonst sind wir ja mit dieser KBB-Heizung sehr zufrieden. Ja, ab und zu Störungen, aber eigentlich nichts Grosses. Die läuft jetzt 20 Jahre. Dieses Jahr sind es 20 Jahre, glaube ich. Aber ja, es ist einfach zu klein, das ist das Problem. Aber ja, da kann die Heizung auch nichts dafür. Und im 30 oder wann muss ich einen Speicher haben? Ich habe im Moment noch keinen Speicher. Darum, ja, weiß nicht genau, was ich da machen soll und machen werde. Aber es pressiert auch nicht gerade. Und Figo, gilt noch. Oh, jetzt ist es fertig. Gilt noch den Rest. Nein, das habe ich bemerkt. Mit der Pumpe kann ich noch ein bisschen rausnehmen. Mit der Pumpe, also mit der Tauchpumpe geht noch, aber mit der Pumpe zum Verschlauchen. Luna-Pumpe ging es nicht mehr, konnte ich nicht ganz leeren. Und jetzt nehme ich da noch 2-3 Fässer vielleicht und dann ist dann fertig. Und so viel oder so wenig Gülle beim Winteranfang hatte ich noch nie. Meistens habe ich noch 100, 200 Kubik irgendwo. Aber es gab dann auch schon Probleme, wenn der Winter nicht geht. Darum habe ich mich entschlossen, dieses Jahr ein bisschen mehr zu leeren. Ja, jetzt dann wirklich fast komplett leer. Bei den Kühen hat es natürlich jetzt schon wieder gegeben, wo ich gepumpt habe. Da waren wahrscheinlich auch schon wieder 4-5 Fässer drin, nehme ich an. Ja, jetzt haben wir hier noch die Schattennetze demontiert, hey. Sonst verpasse ich immer zum Filmen. Ja, geht eigentlich recht schnell, aber ist noch ein bisschen ein Murks. Ja. Bis 70 machen wir das nicht. Meine Frau. Ja, weil ja morgen kommt der Schnee. Darum müssen die weg, weil sonst die liegen ja fast eben. Sonst vom Schneedruck würde da mein Holzgerippe, hier mein Holzgerippe, wahrscheinlich aufgeben. Ne? Und das will ich nicht. Ich suche keine Arbeiten solche. Reparaturarbeiten. Ja, jetzt wäre eigentlich noch, was ist wohl für Zeit? Wahrscheinlich trotzdem schon 2:30 oder ja, 20 nach oder so. Da noch der Agrarladewagen. He. Den sollte man noch waschen. Ja. Scheißt mich gar nichts an. Aber jetzt muss sein, morgen ist es noch einmal kühler und schöner auch nicht. Und Schnee und nicht besser. Darum. Danke fürs Zuschauen. Daumen hoch, wenn es gefällt. Tschüss zusammen. Guten Wochenstart.